Und da sind wir auch schon wieder mit Darksiders 2. Wir haben gerade wieder unseren alten Freund Fulgrim getroffen. Der uns wieder all möglichen Kram natürlich wieder andrehen wollte, wie schon im ersten Teil. Jetzt erstmal aufs getreue Ross schwingen. Weiter geht's. Ah, okay, wir können wohl auch wieder im Zack. Okay, nicht getötet, aber. Oh, da ist eine Truhe. Ja, komm. Take you on, bitches. Zack. Ohne Probleme. Also das Kämpfen macht ja eigentlich so viel Spaß. Also ich will ja eigentlich gar keinen Kampf so wirklich aus dem Weg gehen. Das ist wirklich sehr gut. Na gut, die. Ah, da wird einer, warte. Und wieder ausfällt. Das ist ja beste Musik. Komm. Die ganzen kleinen Gegner lasse ich hier jetzt einfach mal erstmal stehen. Ich für eine richtige Herausforderung. Und Loot. Dann schaue ich mich hier mal genauer um. Ich bin hier auch so ein bisschen mein Decker dran. Erstmal schauen natürlich, wo es hier überhaupt hochgeht. Ja. Seite? Nee. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu blöd bin gerade oder wir einfach nicht wirklich hin können. Oder? Ja, das war doch fast richtig. Okay. Ja. Oder einfach mal ganz simpel. Okay, wir können nicht drauf. Na gut. Nix da. Alone. Reisen wir erstmal also weiter. Wow, 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 da wollen sie ja schon den Kragen. Okay, die Gegend hier sieht auch nicht mehr ganz so freundlich aus. Reite! Okay, doch. So, hier wird es wohl gleich wieder ordentlich zur Sache gehen. Aber hier. Ja, hier weiß ich doch schon eher, was ich machen muss. Na. Hoch da. Na? Jedoch. So. Da muss jetzt aber gut drin sein. Stiefel. Die wir sogar benutzen können. Jawohl. Und weiter geht die Reise. This is no place for a horse. Ach ja, und was ist das? Def? Du kleiner Schluck. Wow. Habe ich da gerade irgendwas mit Lava beworfen?
Wow. Das ist der Vulkan. Das ist der Vulkan. Wie geil ist das denn? Okay, hier wirst du aber zu Fuß weiter. Ach du Scheiße. Oh, was geht mir direkt ab, wieder. Heilige Scheiße. Okay, ja. Ich muss schon ein bisschen mehr aus. Ja. Wow, der macht mit einem Schlag für dich. Ja, nicht noch so einer mit so einem Akzent. How did you get here? Took a wrong turn. It appears I'm stranded here with the rest of you. If you seek the cauldron, you should know that it fell to corruption fair long ago. I can still feel the fire itself rumbling deep in the earth. I'll take my chances. Say, if you're headed in there, do you mind doing something for me? Oh God. Yes, I mind. Aren't I doing enough already? Perhaps. You are doing right enough for yourself. Our benefit being a fortunate side effect. Well, if it ain't much trouble, I left an old metal platter there. With the image of two hammers scribed in the center. Not much to look at, but it was my journeyman piece. Last thing I ever forged. A dish? You want me to bring you a dish? A dish? Yeah. Well, it has sentimental value. If you find it, I'll make it worth your while. Oh, wenn ich doch einen entgegenkommen, der so einen Akzent hat, dann drehe ich hier durch, ey. Why not restore the fire yourself? I came here just for that purpose. Figured I'd pop the cork, so to speak. Be the hero. But the cauldron is... Be the hero? Hast du mich mal angeguckt? And the way through is swallowed by fire. You look capable enough. Perhaps you can find a way. Der will mir wohl verarschen. Guard the entrance. You're different than the others. Less pleasant on the eyes, for one. I could say no less for you. Folks around town call me Pop or Lad. Pop. But I prefer my own name. Khan. Pop it is, then. As you will. Matters not to me. Wir nennen ihn also Pop. Ja, was ein Health Potion besser? Restore the fire of the mountain. Was ist das für ein Name, ey? Die haben ja wenigstens doch coole Spitznamen wie Executioner, aber Papp. Okay, nee. Ist die... Okay, es wird weder stärker noch wirklich... Ah, wir nehmen die jetzt einfach mal. Also ein Hammer. Boah, der ist ja noch fetter. Leck mich fett. Boah, das sieht aus. Das ist ja der Hammer. Wir lassen natürlich alles schön von unserem magischen Hund machen. Wrath Potion. Da ist wieder Anton. Wie geht's, Anton? Was treibst du so? Oh, okay, jetzt haben wir natürlich... Oder? Doch, der Wolf. Cauldron. Okay, jetzt bin ich hier auch nicht immer ganz sicher, was die Sachen bedeuten. Oh. Oh, oh, oh. Einmal nicht aufgepasst, da stehen sie hinter mir. Boah. Ah! Butch! Zack. Geh den Hammer, habt ihr nichts mehr zu sagen. Na gut, bei so einem Ding. Würde ich auch nicht schlecht stauen. Was ist das?
Nein. Ja, auf. Lendenschutzgürtel. Wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Also, dass man hier wirklich seinen eigenen Reiter equippen kann, finde ich wirklich faszinierend geil. Oh, diese Bomben da, ja. Die haben mir im letzten Spiel eher Probleme statt Freude bereitet. Das da muss ich wahrscheinlich kaputt machen. To enter aim mode. Ach verdammt. Also, da war ich wirklich immer eine Niete drin. Zack, jawohl. Oh, ein grüner Gegenstand. Also mit Stats. Na. Das finde ich sehr gut. Strange. Ja, sehr geil. Ah, direkt. Die neuen Attribute mal ausschöpfen. Ah. Zack. Ist der jetzt aus der Lava gekommen? Okay, was müssen wir? Okay. Müssen wir jetzt irgendwie die hier zerstören oder was? Wie kommen wir da dran? Muss ja irgendeinen Weg geben. Also das heißt, ich natürlich erstmal diese ganze Passage suchen, wo man klettern kann wieder. Der Rabe hockt da oben, beobachtet mich auf Schritt und Tritt. Okay. Okay, wir sind nicht wirklich. Ich bin nicht wirklich weit ohne Probleme gekommen anscheinend. Jetzt geht's schon wieder los. Oder bist du hier durch? Bin ich jetzt nicht blöd? Ja, hier kommen wir ganz klar her. Aber wenn es eigentlich total offensichtlich ist, es tut mir leid. Ich stehe gerade wirklich ein bisschen auf dem Schlauch. Nee. Ich wäre jetzt nicht vollkommen bescheuert. Wir müssen auf jeden Fall an dieses Ding da irgendwie. Aber ich kann ja jetzt nicht einfach rüber spazieren. Mir ist ja nicht ganz klar, was wir sonst noch. Man muss es echt dagegen werfen. So logisch kann ich natürlich nicht denken. Hätte man jetzt einfach mal ausprobieren sollen, aber nun gut. Was soll's. Jawohl. Cool war das denn. Okay.
ist das locked. Blitzmerker. Gehen wir hier lang weiter. Aber erst im nächsten Teil. Bis dahin, Freunde.